So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to War 2 mit den Spartanern und ja, wir haben den Tempel des Poseidons überall jetzt auf Level 4 hoch, beziehungsweise sind gerade dabei und ich habe anscheinend sehr viele von den Poseidon Dingern. So, das war's. Gut, was machen wir diese Runde? Also, nicht mehr viel. Also, nicht mehr viel, das sage ich seit 10 Runden so ungefähr. Wir müssen, also wir bringen jetzt unsere beiden Armeen in Position und greifen dann sofort an. Dann hier, die da wartet hier und die Armee geht sofort rüber und dann greifen wir die und die, also hier und gleichzeitig an und gehen dann hier rüber. So, dann haben wir die Inseln hier, dann haben wir die, dann haben wir die und dann. Ja, ist fast alles geschafft. So, muss noch schauen. Also Hellas, in Syria, Hellas. Ach, die haben sich ja abgezweigt, ne? Ja, ja, ja. Und kulturell. Vorstellt 30 Technologien und ich habe 51. Ja, ich glaube, man, also wenn man auf diese Ziele spielt, das kann man sehr viel schneller machen. Oder sehr viel schneller schaffen, als wir jetzt hier rumdümpeln. So, nächste Runde. So, die Seleukiden, was machen die? Die können eigentlich nicht mehr viel machen, ne? Die haben ja auch nichts mehr. Na, geil, eine fette Wespe. Ah, geil, sie ist wieder rausgeflogen. Warte, ich mach mal schnell die Tür zu. Raus! Sich mit Gold besänftigt. Gut. Alter, war die fett. Yay. Sommer, Frühling, yay. Was wollen die? Götter zeigen ihren Unmut. Unmut! Unmut. Jetzt habe ich es im Kopf. Unmut über unser Bund. Sie ließen sich mit Gold besänftigen, denke ich. Hä? Was willst denn du jetzt? Letzte Runde. Kannst du dich noch erinnern? Letzte Runde waren wir. Ich glaube, wir waren ein militärischer Verbündeter, oder? Und jetzt, eine Runde später, kommst du her und sagst, zahlt uns 6000, damit wir ja nicht angriffsfähig. Nee, leck mich. Entschuldigung, ich meinte was anderes. Ja, Schweine. So. Ja, mit der Konföderation hier wird es auch noch mal interessant. Weil die haben jetzt zwei größere Armeen auf dem Wasser. Und eine relativ weit oben. Oh nein, Pergamon, ach komm. Ja, okay, ihr habt zwei Fullstack-Armeen hier, kann ich verstehen. So, oh, der hat hier 4000 Leute.
Das ist der Pharao. Oh, tut mir leid. Der heißt Artus. Deswegen Artus Nisa. Ach, ich bin doch ein Füchslein. Nein. Aber ja. Nein, aber ja, aber ja. Oh, der kommt entgegen. Macht für ihn tatsächlich sehr viel mehr Sinn. Das könnte jetzt auch cool gefährlich werden. Wobei. Alter, in der Wüste. Mit so einem Bronzehelm, ne? Alter. Hitzeschlag hoch 2 Millionen. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, ob das, was er jetzt gemacht hatte, tatsächlich clever war. Weil. Klar, er kann seine Armee jetzt ausspielen. Seine Pikeniere und so weiter. Der hat die Pikeniere hier außen und da die. Ah, doch. Okay, der hat viele Pikeniere. Oh. Ja, okay. Nee, aber mit seiner Verstärkung. Wobei die Verstärkung kommt ja so oder so von außerhalb, glaube ich. So, also der hat sehr, sehr viele Pikeniere. Das ist natürlich. Warte, ich tue den wieder zurück. Das ist natürlich relativ gefährlich für mich. Mache ich die normale Aufstellung oder mache ich mal eine andere? Was hat er denn für Bogenschützen? Auxiliar, Steinschleuderer, Peltasten. Steinschleuder, Auxiliar und Peltasten. Die Auxiliar sind auch nicht schlecht. Hier königliche Garde. Ihr wisst schon, dass ihr. Wisst ihr, wie die aussehen? So halt auch mit dem keltischen Schwein hier oben. Wildschwein. Die sehen nicht sehr ägyptisch aus. Muss ich ehrlich sagen. Also allgemein die Aufmache, also auch mit den Karo, das ist sowas von gar nicht ägyptisch. Wobei Karo, ja, die Ägypter haben auch sehr gerne Muster gemacht. Ah, aber trotzdem, nee, überzeugt mich nicht. Gut, ja, also. Doch, also er hat sehr viel mehr. Ach komm. Wieso wollt ihr so nicht bleiben? Naja, okay. Er hat eine sehr viel größere Armee. Und dementsprechend muss ich eher mich defensiv aufstellen. So. Also der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Pikeniere. Warte mal. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 25. 25, das ist, glaube ich, die normale Armee plus Garnison. Ich dachte, da, dass er noch Verstärkung bekommt, oder? Nein, stimmt, die Garnison war so groß, ne? Die Garnison war 700 irgendwas Mann stark und die Armee war irgendwie 2, 3 oder 2. Nee.
Zusammen war es halt, glaube ich, 4000. Ach, ich weiß es nicht mehr. I don't remember anymore. Okay, der hat hier aber... Ja, nee, wahrscheinlich hat er hier trotzdem noch Kavallerie. Die sehe ich halt gerade nicht. Ich glaube, er hat sich auch symmetrisch aufgestellt. Wenn er sich symmetrisch aufgestellt hat, stimmt, dann müssten hier noch welche sein und dann ist das die Verstärkung. Wie das glitzert. Das da sind Ägypter. Ne? So mit den typischen Eyeliner. Ja, genau. Hier sind noch ein paar. So, dann muss ich so eine Halbkugel machen. Oder Halbkugel. ein Halbkreis. Und am besten, warte mal, am besten nehme ich die beiden zurück. Und die können dann... Die können dann auf die Kavallerie zusammen mit den... zusammen mit der Generalseinheit reagieren. Weil nur die Generalseinheit kommt ja super schnell hier rum. Judela. Dann let's go, oder? Ach, jetzt hast du es gecheckt. Na gut. Sind alle frisch? Bei dem Wetter. Krass. Respekt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, und die da werden jetzt ein bisschen fokussiert, aber das ist wurscht. Ihr macht euch ein bisschen breiter. Ja, ich habe bessere Bogenschützen, ne? Und auch bessere Panzerung. So, dann noch mal eins näher. Also er macht gerade einen Riesenfehler. Der macht gerade einen super riesigen Fehler, weil er hat die Masse und er muss angreifen. Er muss mich umrunden, weil ich habe die besseren Bogenschützen und also er hat hier noch ein paar von denen, aber der muss sofort versuchen, mich hier zu umkreisen und damit ich nicht hier reagieren kann und hier zumachen kann, muss der von Anfang an Pressure machen. Aber jetzt also seine Frontlinie zerfällt ja jetzt komplett.
Ach, schade, 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 schade. Die haben, ja okay, die haben 30 verloren. Die, hier, die da, nicht mal 20. Und da, darauf ballert er die ganze Zeit. Na gut. So, dann mache ich halt den Pressure. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und das ist krass. Also bevor wir in den Nahkampf gehen. Haben meine Bogenschützen schon keine Munition mehr, ne? Das ist echt heftig. Die gehen jetzt auch mal vor als Ablenkung. So, und jetzt kreise ich nämlich die Armee ein, die eigentlich mehr Einheiten hat als ich. So, genau. Der ignoriert es halt jetzt. Okay. Ich kann leider jetzt leider nicht mehr auf seine ganzen Fernkämpfer reagieren. Aber... die Spartaner müssen das eigentlich auch nicht. Geht's euch gut? Ja, naja, naja, naja. So, okay, dann hier pushen. Hier auch Druck aufbauen. Hier, die da machen wir ein bisschen hier so rum. Hier gegen die Pikiniere. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen verpackt, weil die Kavallerie ist eigentlich seine Stärke hier. Also die Kavallerie die ganze Zeit, also die da können schon schon längst komplett tot sein. Also ich habe die halt ja jetzt geschützt, aber ja. Die hätte er schon viel früher Matsch machen müssen. Und dann jetzt in so einer Situation sind die Gold wert. Also jetzt hier von hinten rein. Hier, das ist eine ganz dünne Linie.
Und wenn er du ein-, zweimal mit der Kavallerie reinchargt. Ach, er hat's gecheckt. Aber zu spät. Wenn du mit der... Ja, so. Ganz genau so. Schön. Aber viel zu spät. Way too late. Way too late. Ah, jetzt merkt er auch, dass er Kavallerie hat. Bin mal gespannt, wie viel die Bogenschützen getötet haben. Die holen die nicht mehr ein. Entscheidender Sieg. Hier 2-5-3, 2-5-3-4-3, 2-5. Ja, nun. Und die 0-4. Ja, war jetzt nicht so gut, ne? Die da. Zwei. Der da war ganz erfolgreich. Hier. Der hat 0. Krass. Null Leute angefangen. Ja, also, hab ich mehr erwartet. Okay. Aber okay. Gut. War es, ja, so oder so war es erfolgreich. Dann gehe ich mal hier hin. Ach. Ja gut. Templi und das da hier. Krieg. Kriegsdinger machen wir hier unten ganz schnell mal weg. Okay. Ganz schnell mal befrieden. Ah, hier haben wir doch was. Was machen wir mit dir? Was bist du denn? Ah, das habe ich das habe ich gemacht wegen diesem blöden hier Ziel mit mindestens 240 Einheiten unterhalten. Ja, unterhalten ist ja immer ein bisschen difficult. So. Unterhalte mal so viele Leute. Okay. Ich weiß, der war nicht lustig. So. Was passiert hier? Da ist jetzt die Frage. Ob ich hier jetzt schon weggehe? Weil hier ist eine Fullstack. Ja, fast Fullstack. Garnison sieht noch nicht gut aus, erst in 3 Runden. Hey! Hey! Krass. Was bist du denn für einer? Hier ist auch noch eine große Armee. Hier ist eine große Armee. Ja, das wird nochmal lustig. Aber was mache ich mit dem? Soll ich jetzt... wo kann ich denn da hin? Wieso kann ich den nicht angreifen? Ach so, meine Güte. Oh, und ich die ganze Zeit, hä, wieso kann ich keine Einheiten rekrutieren? Komm, den machen wir komplett platt. Meine Güte, so.
Gut, der passt schon. Der passt schon. Der macht es gut. Hier gehen wir mal Richtung Bogenschützen, Duelle oder so. Warte, hier brauchen wir dann Rüstung. Hier, da war es gerade. Für Rüstung. Für alle Einheiten. Moral. Kavallerie. Nix gut. So, Armeesabotage. Was haben die da zum Glück geändert? Weil früher war das dann, also musste man immer zuerst den, also da musste man zuerst immer Krieg erklären. Bevor man irgendwas mit der Agentin oder also mit den Agenten machen konnte. Das war auch ein bisschen difficult. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Wir machen jetzt mal Schluss. Da war was. Ah, nee. Zack. Ja, ist alles fertig. Und genau, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye.